den Vorbereitungen für die erste Adventsfeier ist dem Weihnachtsmann eine Wasserflasche, in der ein Strohhalm steckte, heruntergefallen. Dabei ist etwas Komisches passiert. Das will der Weihnachtsmann genauer untersuchen und stellt die Situation nach. Er nimmt eine zu etwa 2/3 mit Leitungswasser gefüllte PET-Flasche und bohrt in den Verschluss ein 4 mm großes Loch. Durch dieses steckt er einen passenden Mehrwegstrohhalm, sodass dieser noch 1,5 cm oben aus dem Flaschendeckel ragt. Das andere Ende des Strohhalms ragt einen Daumen tief in das Wasser der Flasche. Gießt gegebenenfalls etwas Wasser vorher weg oder hinzu. Mit Knetmasse wird die Verbindung zwischen Deckel und Strohhalm abgedichtet. Der präparierte Deckel wird auf die Flasche geschraubt und man pustet in den Strohhalm, sodass im Wasser Luftblasen aufsteigen. Hört man auf zu pusten, so tritt ein Wasserstrahl an der Oberseite des Strohhalms aus, der langsam immer geringer wird, bis er schließlich versiegt und der Strohhalm vollständig mit Wasser gefüllt ist. Tipp: Am besten führt ihr dieses Experiment draußen oder über einem Waschbecken durch. Nun hebt der Weihnachtsmann die Flasche etwas an und lässt sie fallen. Was passiert? A. Wasser spritzt aus dem Strohhalm oben raus. B. In der Flasche entstehen Luftblasen. Es tritt kein Wasser aus dem Strohhalm. C. Es passiert nichts. D. Wasser und Luft werden durch den Strohhalm in die Flasche gesogen.